Steine mit Leichen dran. Aufgespießt mit Stahlstreben. Mit da müsst ihr mir Betonstahl. Lichtsteinbuchtel. Zelldose? Zelldora? Scheint aber ein abgeschlossenes Areal zu sein, ne? Da ist bestimmt der Boss drinne. Ey, sag mal ganz ehrlich, ne? Wer baut denn so eine Kathedrale hier im Nirgendwo? Macht doch keiner, oder? Das ist genauso wie dieses Dorf bei Resident Evil 4, so. Ja, guck dir die Waffe an. Eine schattenverzauberte Waffe, toll. Wollte gerade sagen, ja, warte mal ab, bis ich hochkomme, ne? Aber der ist gerade selber davon gestorben. Auch geil. Double Kill. Haut mir ab mit euren verzauberten Waffen, ey. Kleiner, glatter, seidiger Stein. Seele eines tapferen Kriegers. Sieht aber nicht tapfer aus. Wie er da in der Ecke kauert. Muss auch ein bisschen mit dem Kleinen spielen, damit das Große nicht so abgenutzt wird. Außerdem könnte ich das auch mal verbessern, ne? Dein Ernst? Dann droppen die noch nicht mal irgendwas, ey, ist unglaublich. Und brauche ich hier auch wieder irgendwas Bestimmtes?
Nö. Tschüss, Minchen. Ja, noch mal schön ranzoomen. Alter, wie viel Schaden die machen, oder? Das ist doch nicht normal, ey. Oh, hier kann ich wieder Feuer machen. Da hinten auch. Irgendwo Feuer gesehen. Ich will jetzt auch nicht wieder so ein Schmetterling verbrauchen. Sich Feuer. Das ist aber der Ball, ne? Ja. Okay, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Hier waren wir ja auch noch nicht. Schweinchen kommt oder was? Hallo, hallo, was soll denn das? Leck mich doch am Arsch, ey. Oh, dieses Stehenbleiben, ne? Stehen bleiben, ey, wenn er trinkt. Ekelhaft. Ey, wie oft man an diesem Pissgegnern stirbt, wa? Die Bosse sind leichter als irgendwelche Gegner. Und manche Gegner sind schwerer als Bosse, ey. Fällt so vom Glauben ab. Vier Checks. Und? Ja, vier Checks. Sehr schön. Blutungsfall. Ich stehe hier hinten.
Ach, da liegen ja noch meine Seelen rum. Mensch, wer hätte das gedacht? Einer? Ja, danke. Also entweder fehlt ein Stärkepunkt anscheinend oder ein Upgrade für die Waffe. Aber das werden wir sowieso mal in Angriff nehmen dann bald, ne? Die Waffe ein bisschen stärker machen, weil wir haben ja den Drachenzahn. Und als Ersatz haben wir dann die Waffe hier. So, gehen wir kurz hier nach hinten. Trinken wir mal. Was ist denn der? Mann, wie viele Soldaten hier gestorben sind, wa? Ja, sieht auch aus wie so eine kleine Kaserne oder so eine Garnison, ne? Ey, wenn er dich einmal sieht, ne, der Bogenschütze, verfolgt er dich über die ganze Map, ey. Double Kill. Und gedroppt haben sie nichts. Kennt man ja, wa? Hallo, umdrehen. Danke. Also ich habe auf jeden Fall irgendein Vieh gehört. Meinst du, ob man da rein kann? In den Brunnen? Ich würde sagen, ja, da ist auf jeden Fall irgendwas. Man hört es sogar. Titanitscherbe. Was meinst du, ein Rollen reicht? Nope. Vielleicht reicht. Renne. Okay, Rennen reicht. Weiter nach hinten. Glatter, seiliger Stein. Was habe ich gerade gekriegt? Irgendwas mit Urne? Weihwasserurne. Reinigt Untote mit heiliger Essenz. Eine mit kristallklarem Wasser gefüllte Urne. Das ursprünglich als Linderungstrank gedachte Wasser versprüht die Haut von Untoten. Ach, verbrüht. Verbrüht die Haut von Untoten und Hüllen. In der alten Hauptstadt Mira führt eine uralte, scharf bewachte Quelle Weihwasser.
Doch seit Mira in einen Krieg verwickelt ist, ist der Zugang zu diesem Wasser noch schwerer geworden. Also bei mir hat sie sich nicht bewegt. Nice, unsere erste Mimik. Frage ist nur, bleibt die Mimik jetzt aktiv? Jetzt aktiv oder? Ja, genau, wenn du noch schneller hinterher. Spinnst du oder was? Hallo? Nicht dran. Alter, eine fucking Mimik, ey. Die war aber auch riesig. Aber sah geil aus, ja. Vor allem, du kannst ja nichts mehr, nicht mal was dagegen machen, weißt du? So hammergeil. Falkner Stiefel. Du kannst ja nicht mal was dagegen machen. Du machst halt die Truhe auf, ne? Siehst die Zähne. Ja, ist eigentlich schon verkackt. Hast eigentlich schon verkackt. Geil. Ja, du Mann, ey. Die mit ihren scheiß Homing-Missile-Pfeil. Ey, das kotzt mich so an, Mann. Ey, warum sind immer irgendwelche Kackpfeile drin, ey? Das ist auch hier so, ne? Auch im vorherigen Level. Da sind manchmal so böse. Also wirklich böse, die Bogenschützen da verteilt, wo du so denkst, ja, die sind wirklich nur jetzt dafür da, um dich abzufacken. Wie sie so tut es, wenn sie nicht. Aber die müsste doch eigentlich aktiv sein, weil man weiß doch jetzt, dass das eine Mimik ist. Aber die ist riesig, oder? Die ist fucking huge. Die Mimik ist fucking huge. Weiß nicht, ob die gleich aktiv wird, wenn ich hier hochgehe. So, ich weiß ja, dass es. Hat die sich gerade bewegt oder nicht?
Ich weiß ja, dass es eine Mimik ist. Sieht man die nicht bewegen oder sieht. Woran. Ah, guck mal, da ist so ein kleiner Schlitz. Da sieht man so ein bisschen die Zähne durch. Natürlich blöd, ne, wenn das. Ja, natürlich, so kann man es natürlich auch sehen, ne? Also. Bist du eine Mimik? Nein, ich bin keine Mimik. Bist du sicher? Ich sehe doch deine Zähne. Aber interessant. Die wackelt doch manchmal. Ah. Die wackelt so ein bisschen, als wenn die nicht hinterherkommt. Mit der Kamera. Siehst du das? Wie sie sich so bewegt so ein bisschen? Wegen der Kamera? Siehst du das? Wie sie so nachzieht? Das hast du bei den anderen Truhen aber nicht. Okay, komm. Let's go. Machen wir platt. Weisheitsstab und Finstergamaschen. Die Finstergamaschen fand ich eigentlich ziemlich cool. Also die Finsterausrüstung generell. So, Gamaschen eines der Finsternis überwältigten Ritters. Niemand kennt die wahre Identität jener Männer, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alten Legenden aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die der Kunst des Lebensentzugs auf der Spur waren. Aber die Finsterrüstung war eigentlich ganz cool gewesen. Okay. Mimik, nimm das. So, 13.000 haben wir. Das heißt, wir haben jetzt hier die Mimik und so getötet. Dann gehe ich nochmal kurz zurück. Hole mir jetzt den Ring. Ja, den Ring. Upgrade auch gleich das Schwert nochmal. Aber wir holen uns erst den Ring, bevor wir das Schwert upgraden. Weil ich nämlich nicht weiß, wie teuer der Ring nochmal war. To you. You have that glint in your eyes. And the scent of one with quite the catalogue of sins. Oh, don't feel bad. I'm sure your mother's still proud. Ring des bösen Auges, Rotaugenring. Ring des Geflüsters macht Stimmen von Gegner hörbar. Den wollte ich haben. Na, guck mal, die hat sogar Heimatknochen. Satisfied? I'll be around if you ever come back. Waffe upgraden.
So, den hatte ich verstärkt. Warte mal, wo haben wir jetzt eigentlich plus Sachen? Hier habe ich plus 4. Das Großschwert hätte ich noch. Die habe ich so gefunden mit plus 3. Könnte ich aber theoretisch auch nehmen. Der Drachenzahn, da brauche ich jetzt noch 3 Funke-Titanit. Die Armbrust könnten wir auch mal langsam weitermachen. Dann die Brocken, yes! Wie war ich denn davon? 209? Nee. Mehr brauchen wir nicht. I'll be around, if you'd make it back. Da würde ich tatsächlich lieber bei ihr noch mal was kaufen. Mich gerade ausgelacht. Hier haben wir noch die Kryptonithöhle. Die fehlt uns auch noch. Aber jetzt machen wir erstmal die Spinnen. Verteilen da das Lager, das Feuer. Die Mimik sollte ja nicht mehr wiederkommen, ne? Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Viel besser. Sie trotzdem nichts droppen, oder? Die Säcke. Die Spinnen, die spawnen auch wieder neu. Weil manche Gegner spawnen halt nicht neu. Manche schon, manche nicht. Aber es ist komisch, dass die Spinnen nichts machen, oder? So, bisschen eine Mimik. Könnte natürlich auch reingehen. Ach, guck mal, da kann man gar. Ach. Deswegen wackelt die Mimik so. Siehst du das? Deswegen wackelt die. Weil die Truhen sind nämlich fest. Und die Mimik halt nicht. Weil ich kann nämlich jetzt hier die Kamera nicht drinne positionieren. Wie du sehen kannst. So, die warten alle darauf, dass ich die Truhe aufmache, habe ich das Gefühl. Deswegen lassen wir die erstmal zu.
Einmal Menschlichkeit. So, achte mal bitte auf den Bossnamen, falls da jetzt ein Boss sein sollte. Herumstreifender Magus. Sollte, glaube ich, reichen. Vom Namen. Die Versammlung ist ja... Plus Versammlung. Gift. Ja, nice. So, du Spack. Was machst du nun? Ja, war klar, dass du das machst. Deswegen mache ich jetzt das. Titanitscholle. Nice. Die Titanitscholle ist richtig gut. Damit kriegst du eine plus 9 Waffe auf plus 10. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, herumstreifen der Magnus. Was für ein Loser. Null. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sehr lieb von dir. Hat aber auch nur 7000 gegeben, ne? Also. Wahrscheinlich hätte ich hier schon viel, viel früher hingekonnt. Na gut. Dann machen wir mal die Truhe auf. Aber vorher. Ah, nur die darf ich anvisieren, ja. Oh. Lass mich raten, Feuer? Weil wir hatten nämlich schon mal so eine Gegner, nicht so eine, nicht, also keine Sechsbeiner. Oder Achtbeiner, aber sowas ähnliches. Die hatten auch irgendwie Schüssen vor dem Licht. Eigentlich wollte ich ja bloß die Truhe öffnen. Und nicht gegen alle kämpfen. Oh, was war denn das? Ein Superhit. Ja, ausgerechnet die letzte trifft mich, ne? Die letzte trifft mich wieder, ey. Weg, 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 weg. Das ist eine Falle. Keine Ahnung, was das macht, aber wir sind auf jeden Fall weg. Schwerer Bolzen.
Willst du mich rollen, Alter? Ist das dein Ernst? Schwerer. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr, ne? Magnus ist tot. Lang lebe der Magnus. Oh, war das jetzt hier die Kathedrale oder was? Echt? Nein, ich mitgekriegt. War sie tatsächlich? Also, wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, da runter zu springen. Die zweite wäre, hier lang zu gehen. Deswegen lass uns erstmal hier checken. Vielleicht haben wir ja hier ein Bonfire. Sah irgendwie größer aus. Finde ich auch. Sah wirklich größer aus. Hey, wir haben eine Scholle gekriegt, ey. Krass. Normalerweise kriegst du die erst zum Schluss, also wirklich zum Schluss des Spiels. Und nicht schon so early. Krass. Ja, die Scholle brauchst du, um eine plus 9 Waffe auf plus 10 zu bringen. Aber ich hätte gern mehr Funkeltitanit. Oh, warte mal, irgendeiner ist mir noch weggerannt. Wo war denn der? Den muss ich mir auch noch holen. Irgendeiner ist mir weggerannt. Das war in der Nähe von diesen Skorpion-Typen, ne? Dann gehen wir da nochmal schnell hin. Bearer of the curtain, seek lest this. Wo waren das nochmal? War das. Das war hier, ne? Oder ich könnte auch von der Rückseite kommen. Nee, dauert ja genauso lange. Denk an den Ring. Habe ich schon gekauft, Mädchen. Beim letzten Mal, wo ich hier im Majula war. Muss er hier durch, oder? Bin gerade gar nicht so sicher. Nee, warte mal, wo war der Skorpionstyp? War der hier? Nee, der war nicht hier, oder? Schimmernder Lebensstein. Da ist eine Truhe. Jetzt wird's rollen, nachdem ich schon zweimal getroffen wurde.
Wo war denn hier der Skorpionstyp? Der war doch auch noch vor dem Boss, oder? Noch, wo der war? Für die Tür haben wir auch noch keinen Schlüssel gekriegt. Wo war denn der Skorpionstyp? Ich weiß auch nicht mehr. War der nach dem Boss? Nein, er war vor dem Boss. Alles nicht. Vorm Boss? Das war doch vorm Boss. Und der Boss ist hier oben. Das war doch vorm Boss, oder nicht? Alter, wird trotzdem nicht funktioniert. Guck mal hier, der mit dem Goldkopf, der ist weg.
Ist der versteinert? Der war doch vorhin noch nicht versteinert. What? Wo geht's hier zum Skorpionstypen? Den haben wir doch vorhin gesehen. Das sieht man bei der Figur auch, ne? Dass sie. Heißt das, ich kann jetzt hier so durchgucken? Ja. Okay, wenn irgendwas nicht echt ist, kann man so durchgucken mit der Cam. Okay. Also, der ist nicht echt, aber. Was jetzt nicht zum Environment gehört. Zur Umgebung. War der hier unten? Schön. Guck, der ist hier unten. Hallo, ich bin dran. Ich bin dran. Hallo. Hallo, ich bin dran. Ich bin dran. Ja. Gefunden. So, jetzt wo wir. Oh, warte mal, wir haben jetzt gerade die alte gekillt, ne? Also nicht gerade, aber. Spricht er denn mit uns? Zwei Scherben, ein Brocken, ein Blitzstein? Oh Mann, ich hab gedacht, ich krieg einen Funkeltitanit. Guck mal, den habe ich so sehr ins Jenseits befördert, dass der nicht sterben will. Der sieht immer noch schläfrig aus. Gibt es irgendwas, um den aufzuwecken? Ich will ihn jetzt nicht hauen, ne? Gibt es irgendeinen Gegenstand, um irgendwelche Leute wieder aufzuwecken nach dem Schlaf oder so wird. Muss ich wahrscheinlich denn eher hier gucken, wa? Alles, was ich hier reinmachen kann, kann ich ja auch auf andere benutzen. Halt Gift und stellt TP, halt Gift. Verringert Giftansammlung, halt Gift. Giftiges Moos, heilt Gift. Okay. Stellt viele Zusatzzaubereinsätze, Zaubereinsätze, Zaubereinsätze. Halt alle Statuseffekte, Ausdauerregeneration. Vergiftet Feinde wirkt auch auf euch selbst. Reinigt Untote, explodiert und richtet Magieschaden an. Verursacht mehr Schaden. Ausrüstung. Oh, ich habe nur noch zweimal Reparaturpulver. Verwandlung. Verschmelzen mit Umgebung. Glück. Licht. Anlocken. Estus Wiederherstellung. Verbrenne im Lagerfeuer. Stärkt nahe Feinde. Wertlos. Die ganzen Checks.
Dann. Oh, 5 Stück haben wir davon gefunden bisher. Krass. Hinterlässt ein Rufsymbol, kleiner und großer Speckstein. Zeigt dies einer bestimmten Person? Ja, nichts zum Aufwecken. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht einfach so angreifen. Könnte ich wahrscheinlich machen. Würde den wahrscheinlich auch zerkloppen. Aber was bringt mir das? Na gut, auf jeden Fall haben wir den kleinen Scheißer da noch gekillt. Das heißt, dann können wir erstmal wieder weiter. Erstmal hier weiter. Ja, aber würde ich sagen. Nee, warte mal, wir gehen jetzt mal unten gucken. Gerne sehen möchte. Noch ein Check. Hier kann ich auch noch mal Feuer anmachen. Machen wir mal schnell. Ja, nicht so weit weg. Sind die jetzt ein bisschen sauer oder was? Weil ich die Cousine des 5. Grades getötet habe oder was? Skeptiker-Gewürz. Verwelktes Dämmerungskraut.
Treibsand. Ob man da eventuell in ein neues Gebiet kommt? Könnte man theoretisch ausprobieren. Aber möchte man das? So, damit wir den kleinen Scheiß auch wirklich gleich umbringen. Aber ist da was? Komm. Gegenstandskiste. Was sind denn die Anforderungen dafür? Das sieht man nicht, ne? Das ist egal. Geht ja jetzt mal nur um die Waffen, ne? Dass man da so ein bisschen Überblick hat, was man so nehmen könnte. Also was brauche ich denn dafür? 13 Geschick. Okay, gut, da fahre ich dann weg. Den brauche ich ja dann nicht. Also im Prinzip habe ich 4 Waffen, mit denen ich jetzt irgendwie was machen kann. So, dann gucken wir nochmal. Das sollte reichen, ne? Vom Sprung hier. Man könnte auch hier einfach so runter.